Normalerweise benutzt man Zahnpasta ja zu zwei Gelegenheiten. Morgens nach dem Frühstück und abends vor dem Schlafengehen. Vielleicht auch mal zwischendurch oder nach dem Mittagessen. Dass Zahnpasta aber noch viel mehr kann, zeigen diese Lifehacks. Sie trocknet an der Luft sehr schnell aus und zieht daher Feuchtigkeit aus der Umgebung. Das macht sie zum ultimativen Fleckenbekämpfungs- und Schmutzentfernungsmittel im Haushalt. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. In einigen Fällen ist es wichtig, darauf zu achten, keine Zahnpasta mit Schleifkörpern zu verwenden. So, und nachdem wir das jetzt haben, geht's mit den Zahnpasta-Lifehacks los. Nummer 1. Scheinwerfer reinigen. Egal wie sauber das Auto ist, dreckige Scheinwerfer trüben immer das Fahrvergnügen. Kleine Insekten, Staub und jede Menge anderer Dreck verfestigen sich an den Lampen und trüben diese über Zeit aus. Aber keine Sorge, es gibt kompetente Hilfe. Und zwar aus dem Bad. Mit Zahnpasta werden schmutzige Scheinwerfer am Auto zu strahlenden Leuchten. Alles, was ihr braucht, ist wie gesagt Zahnpasta und ein bisschen Muskelkraft. Einfach die Zahnpasta auf ein sauberes Tuch geben und das Ganze mit Druck auf dem Scheinwerfer einreiben. Wasser ist hierbei nicht nötig. Nach ein paar Augenblicken löst sich jeder Schmutz und die Scheinwerfer sind strahlend frei. Nummer 2. Wandmalereien entfernen. Ist es mal wieder an der Zeit, die kleinen Kunstwerke des werdenden Picasso von der Wand zu entfernen? Egal ob Buntstift, Kugelschreiber oder Faserstift, ein bisschen Zahnpasta hilft. Einfach ein Klecks weiße Zahnpasta auf ein sauberes, trockenes Tuch oder ein Stück Küchenrolle geben. Mit diesem Tuch reibt ihr sanft in kreisenden Bewegungen über die bemalten Stellen und lasst Malspuren im Handumdrehen verschwinden. Nummer 3. Lederschuhe erneuern. In der schönen glatten Oberfläche von Lederschuhen entstehen leider auch schnell kleine Kratzer. Sie sind zwar teilweise kaum sichtbar, aber sobald man weiß, dass sie da sind, ist es eh schon vorbei. Diese kleinen Kratzer kann man aber in der Regel mit Zahnpasta fast vollständig entfernen. Dazu schnappt ihr euch auch hier wieder ein Tuch oder Küchenrolle und Zahnpasta. Den Rest könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Einfach verteilen und abwarten. Am Ende halt noch sauber machen, klar, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Nummer 4. Haarfärbeflecken entfernen. Beim Haarefärben landet die Farbe leider nicht nur in den Haaren, sondern manchmal auch auf der Haut. Sogar der Hersteller Schwarzkopf empfiehlt, diese Flecken auf der Stirn, am Haaransatz oder an den Ohren mit Zahnpasta zu entfernen. Die Paste wird dabei dünn auf ein Wattepad aufgetragen, an den betroffenen Stellen einmassiert und anschließend mit lauwarmem Wasser abgespült. Und das war schon der ganze Trick. Nummer 5. Mückenstiche entfernen. Diese summenden kleinen Biester nerven uns Tag und Nacht. Immer auf der Suche nach einem neuen Tropfen Blut surren sie um uns herum und stechen hemmungslos in die unmöglichsten Stellen. Das wirklich Nervige sind jedoch die Stiche, die am nächsten Morgen unendlich jucken. An dem Punkt beginnt die Tortur mit jeder Menge Kratzen und permanentem Juckreiz. Aber wenn ihr Zahnpasta griffbereit habt, könnt ihr den Juckreiz ganz leicht unterbinden. Einfach den Mückenstich mit Zahnpasta bestreichen, kühlen den Effekt genießen und dabei zusehen, wie der Stich langsam abschwillt. Nummer 6. Fliesen reinigen. Fliesenfugen setzen mit der Zeit einen Grauschleier an. Der lässt sich am besten mit einer Paste aus Backpulver und Wasser reinigen, indem ihr diese mit einer nicht benötigten Zahnpasta einarbeitet. Für einzelne verschmutzte Stellen kann man statt der Backpulverpaste jedoch auch weiße Zahnpasta benutzen. Danach einfach die Fugen mit Wasser abspülen und schon sehen sie wieder aus wie neu. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.